In meinen letzten Videos geht es ja primär um die Grundlagen des Schießens. Wir hatten das Thema richtigen Stand, wir hatten das Thema Abzugsfinger, wir hatten das Thema Melken etc. In einem meiner Grundlagenvideos hatte ich ja auch erwähnt, dass ich mittlerweile meinen Stand ein bisschen mehr in den Reverse-Stand reinbewegt habe, auf Anraten eines bekannten befreundeten Schützen. Im Wettkampf. Daraufhin wurde ich in den Kommentaren gebeten, ich soll doch bitte mal den Unterschied zwischen Isosceles und Weaver Stance mal kurz erläutern. Das will ich mal versuchen. Grundsätzlich ist es so, die Art und Weise, wie wir heutzutage schießen, die Art und Weise, wie wir die Waffen halten, wie wir zum Ziel stehen etc., stammen allesamt und ausnahmslos aus dem Bereich das Verteidigungsschießen. Und beim Verteidigungsschießen sind die Regeln ein ganz klein wenig anders, als wenn ich sportlich schieße. Als ich seinerzeit Waffenträger gewesen bin, das ist so in den 90er Jahren gewesen, da gab es keine wirklichen Anleitungen, wie soll ich stehen und so weiter. Das heißt, man hat sich irgendwie, damals gab es YouTube noch nicht in dieser Form, über Bücher etc. informiert. Das, was man halt immer wieder gesehen hat, ist ein gedrehter Stand zum Ziel. Und das ist der sogenannte Weaver Stance. Weaver Stance bedeutet also, ich stehe in einem ungefähr 45 Grad Winkel zum Ziel. Warum macht man das? Nun, man war früher der festen Überzeugung, wenn ich zum Ziel stehe, möchte ich eine so kleine Silhouette dem Angreifer gegenüber bieten, wie nur irgendwie möglich. Und die kleinere Silhouette biete ich dem Gegner natürlich, wenn ich weniger Fläche biete. Am wenigsten wäre es natürlich, wenn man komplett seitlich stehen würde. Aber dann ist das Schießen ein bisschen schwierig. Das heißt, man hat sich ungefähr auf 45 Grad zum Ziel gestellt. Ich habe jetzt in meiner Glock 17 die Pufferpatrone drin, dass ich es auch ein bisschen demonstrieren kann. So, das heißt, ich stehe jetzt ungefähr 45 Grad zum Ziel. Mein linker Stützarm bleibt gebeugt, während mein rechter Schussarm weitestgehend komplett gestreckt wird. So, hierbei benutze ich quasi meinen Schussarm auch als verlängerte Visierlinie. Ich ziele quasi über meinen Arm drüber durch die Visierung ins Ziel. Hierbei ist man jetzt vom Griff her, dieses Daumen nach vorne funktioniert nicht so wirklich 100% und da war man tatsächlich mehr in diesem Daumen über Kreuzgriff drin, als im Daumen nach vorne. Wie gesagt, das ist bei mir Jahre her, dass ich diesen Stand tatsächlich angewendet habe. Hierbei hat man sich auch irgendwo darauf geeinigt, dass man einen Griff anwendet, der sich Push and Pull nennt. Das heißt, ich habe mit meiner Schusshand die Waffe nach vorne gedrückt, während ich mit meiner Stützhand die Waffe in die Hand reingezogen habe und damit die Stabilität des Griffes hergestellt habe. Das macht man ja heute nicht mehr. Einer der Nachteile des Weaver Stance ist die weite Distanz von der Position der Pistole im Holster bis in die Schussposition. Das heißt, ich muss von hier hinten die Waffe ziehen, ins Ziel reingehen und schießen. Ein weiterer Aspekt ist, mein Bewegungsradius im Weaver Stance ist massiv eingeschränkt. Man muss sich immer vorstellen, wenn es ums Verteidigungsschießen geht, kann es ja passieren, dass ich mehrere Ziele habe. Und die sind nicht alle in einer Linie, sondern die sind verteilt. So, und ich habe bei einem Weaver Stance, komme ich nur bis hierhin. Oder je nachdem, wie weit mein Körper in der Lage ist, den Rumpf zu drehen. Nach hierhin bin ich offen, aber meine linke Flanke als Rechtshänder ist eingeschränkt. Und das ist ein ziemlich großer Nachteil gegenüber dem Isosceles-Stand. Der Isosceles-Stand bedeutet letzten Endes, ich stehe mit meinem Körper parallel zum Ziel. Und ich bilde mit der Waffe zusammen ein Dreieck, das sogenannte Isosceles-Dreieck. Ich habe Vorteil Nummer 1, ich habe einen verhältnismäßig kurzen Weg, die Waffe zu ziehen und ins Ziel reinzugehen. Ich habe als zweiten Vorteil ein nahezu 180 Grad Bewegungsradius
gegenüber dem Weaver Stance, wo ich nur, sage ich mal, bisschen über 90 Grad Bewegung habe, wenn überhaupt so viel. Wenn ich nun sage, ich bewege meinen Stand ein bisschen in den Weaver Stand rein, dann müssen wir uns natürlich Folgendes vorstellen. Ich habe mein Ziel da vorne und ich möchte mich in das Ziel, auf das Ziel ausrichten, und zwar so, dass mein natürlicher Stand ins Ziel geht. Wenn ich jetzt in meinem Fall parallel zum Ziel stehe, schieße ich links. Ist halt einfach bei mir Wirbelsäulenverkrümmung, whatever, ich habe keine Ahnung, es ist einfach so. Um aber jetzt einen natürlichen Stand hinzubekommen, muss ich meinen Körper ein klein wenig drehen. Und das bedeutet, ich bewege meinen kompletten Körper leicht nach rechts und bin damit nicht bei 45 Grad, aber vielleicht so bei 15, 18, 20 Grad gedreht. Und damit bin ich aber in einem neutralen Stand, dass mein Körper ins Ziel reinfindet. Und das ist jetzt nicht mehr der hundertprozentige Isosceles. Es ist aber auch kein Weaver. Es ist etwas zwischendrin. Und es ist fürs sportliche Schießen, ist dieser 180 Grad Abdeckungsradius irrelevant. Selbst wenn man Disziplinen wie Fallplatte oder ähnliche schießt, ist das absolut irrelevant. Der Unterschied zwischen Isosceles und Weaver Stance ist, Isosceles stehe ich weitestgehend parallel zum Ziel. Beim Weaver stehe ich ca. 45 Grad und meine Armhaltung ist links als Stützhand oder Stützhand ist am Körper und gebeugt, während der rechte Schussarm nahezu ausgestreckt ist und quasi eine Verlängerung der Visierlinie bietet. Und wer ein bisschen genau aufpasst, der wird auch sehen, zum Beispiel wenn er Hickok 45 sieht, der schießt so, der benutzt tatsächlich seinen Arm als Verlängerung der Ziellinie, gerade wenn er Distanzschüsse macht. Achte mal ein bisschen drauf. Am Ende sage ich aber auch ganz ehrlich, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt nur das, was für dich funktioniert. Wenn du mehr im Weaver drinne bist und damit besser klarkommst als jemand als im Isosceles Stand, dann nutze es. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt nur etwas, was für dich funktioniert oder nicht funktioniert. In diesem Sinn, wir haben Weihnachten. Ich wünsche euch allen frohes Fest. Und falls wir uns nicht mehr hören, gute Rutsch.